Mein Problem ist, ich weiß nicht, ob Enteron H2O-Absorber hat. Wenn nicht, dann würde ich jetzt einfach mit Aquavelle beim Luftstrahl, der etwas stärker ist, auf Enteron gehen, weil es ja verstärkt würde. Gut. Ich weiß übrigens gerade nicht, was stärkt. Ich würde mit Aquavelle drauf gehen, einfach nur wegen der Verwirrchance. Also doch, okay, du hast doch gleich Luftstrahl. Egal. Aquavelle. Ich weiß nicht, was stärker ist. Naja. Gerade aus dem Kopf raus. Weiter auf Enteron, einfach Enteron. Ne, warte, Hypnose auf Kapalorus wieder. Ja, ist gerade aufgewärmt. Bis? Och, bitte nicht. Och, komm. Depp. Oh. Ja, ich weiß, dass das auslastet. Dankeschön. Keifel wäre eine schlechte Idee. Gegen Wasser, ne? Ziemlich. Ich kann Capoeira reinschicken. Und tschüss, dann hier, Plex. Oh. Das ist schon weg. Dumm, ne? Eben. Da einfach immer noch einen Kopf suchen, dann hier, Plex. Nichts effektiv. Das war mir klar, aber es hat mehr Schaden gemacht als Body Check. Gut, ja. Ja, weiter Fenster. Und Dreifachkick, glaube ich. Unsäulich stark, und ist die einzige Attacke, mit der Capoeira wirklich angreifen kann. Ja, aber es ist halt nicht effektiv oder so. Keine Ahnung. Egal. Ist? Okay. Das hätte ich halt wenigstens erwartet. Oh, Zero. Wenn du jetzt nicht auch irgendwie rumreißen kannst. Also mit Flügelschlag, das geht ja auf jeden Fall. Und hier wird erstmal geheilt. Flügelschlag könnte mit etwas Glück sogar sehr effektiv sein. Schon Supertrank. Ist reicht. Ist nicht egal. Das wäre dann 80 von uns. Und bitte lass es sehr effektiv sein, nicht nur. Ja, danke. Jetzt kommt ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Auf Capoeira. Ich war in meinem Run so. Ich hatte nämlich so ein paar Pokémon gehabt. Und die haben einfach zusammen mit allem, was ging, nur so viel Schaden gemacht, wie die sich wieder heilen konnten. Oh. Die Eintragsfläche drin lassen. Mach erstmal den einen kaputt, das ist einfach. Naja. So, da tausche ich jetzt. Die Keifel ist unglaublich dumm. Das war Ariados hat, glaube ich, keine Käferattacke bis jetzt oder so. Ariados hat gar nichts, aber ja, einfach rein damit kommen. Schade. Sehr. Vielleicht schalte ich ja jetzt im Laufe des Tages frei. Macht auch nicht mehr kaputt, also. Doch, dürfte eigentlich schon irgendwas haben. Kryptoschlag hat es, die Masse. Dürfte es auch so ziemlich gewesen sein. Taura hier? Okay. Whatever. Noch überall. Taura aufschließen. Naja, kurz. Was ist, welches war das? Das 45er. Bitte? Das war das 45er. Okay. Da ist ja, kann ich jetzt hier Flügelschlag drauf gehen und hier wohl erstmal heilen.
hoffen, dass es überlebt. Aha. Scanner. Brauchen wir eigentlich ja nicht, ne? Kann das alles. Ich meine, könntest du es theoretisch. Scanner ist nicht unbedingt schlecht, wenn man sowas in einer Attacke wie Sonnenschale oder sowas ausweichen will. Ganz ehrlich, ich schmeiß Energiefokus raus, braucht eh kein Mensch. Und also es gibt Leute, die spielen damit, aber ich nicht. Hm. In Nuzlocke Runs ab und zu, aber nicht normal. Oh, genau. Nee, doch kein Raikou. Dafür haben wir komplett. Na dann. Ach, von dem habe ich das Krypto-Mogelbaum gekriegt. Na, das hast du ja nicht gefangen, sondern ich habe das nur. Die Frage, willst du das haben? Das ist einfach 35. Eigentlich nicht, ne? Dann einfach mit irgendeinem Aquarelle in Mogelbaum rein und goodbye. Ja, erstmal Kapaloros hier plätten. Stimmt, Mogelbaum ja, erstmal kann Schaden. Erstmal ja, das heilen wieder. Aber eigentlich doch eher auf Capoeira. Ja. Egal. Gut. Ja. Der Rückenvolltreffer senke. Was kommt vom Mogelbaum jetzt? Steinhagel auf Ariados? Wahrscheinlich. Ach nee, du bist ja auch ein Pokémon. Komm, ganz ehrlich. Oh, und auf Ariados. Stimmt, da war ja was. Der Steinwurf und Steinhagel. Was gefällt gerade? Ah, dieses Kapaloros war das. Igelsamen plus Regenbooster. Aquarella auf Mogelbaum. Komm, erst mal Mogelbaum rausnehmen. Gut. Dann hast du nur noch mit einem Pokémon zu kämpfen. So, und das Kampf erst verrecken. Ich freue mich. Ja, nun. Mittel zum Zweck. Oh, komplett weg. Na, schön. Das war zu erwarten. Ja, meine Nö. Na, hätte sie ja eben nicht gebracht. Das geht dann weiter. Oh nö. Zeit ist immer noch begießen. Unter der Wasseroberfläche, die unter den Fliesen liegt. Ja, nee. Das könntest du als Heilrunde nehmen. Kann ich eigentlich, ja. Kannst du eh nicht angreifen in der Zeit. Ich glaube, Mantax kann ich aber so lassen. Gerade Mantax will ich heilen. Obwohl, okay. Taucher tut demnächst, also Taucher tut mir eigentlich echt nichts, ja. Stimmt. Du könntest Ariados oder eben Capoeira hochheilen, wenn du willst. Ich denke, ja, Ariados. Das? Achso. Das ist im Furion-Modus, du kannst nichts tun. Dann halt Capoeira. Ja, was sind das für Verrenkungen? Okay. Ja. Volltreffer plus Regen plus was nicht alles. Da hab ich Capoeira eigentlich. Das war eigentlich eine Attacke, die nach allen Regeln in der Nuzlocke Challenge funktioniert. Der Gegner ist unglaublich böse in der Nuzlocke Challenge. Denkst du einmal, nee, der hat noch 60% Leben, den muss ich nicht ganz aufheilen. Und ich habe auch gerade eigentlich nur einen Trank. Und der macht eh nur irgendwie 20 Schaden. Kommt ein Doppelkampf. Einer macht Regentanz, der andere macht Donnervolltreffer. So, ah! Oh. Oder so.
oder so. So, und wenn es jetzt weiterregnet, muss man dich echt ranhalten, dem Schaden zu machen, weil der dich jetzt irgendwie 5 bis 6 deines Lebens regeneriert pro Runde. Ja, ich kann muss er erstmal weiter tauschen. Geht ja gar nicht anders. Na dann. Ich finde es so schön, wie du das einfach gemerkt hast. Ja, ganz so blöd bin ich nicht, ne? Komm, das schaffst du. Eine Runde? Ja, doch, doch. Geht auch so. Na klar. Ich muss sagen, ich bewundere, wie viel Glück du mit den Kapalos gehabt hast. Ja. Ich bin grundsätzlich nur Pech. Irgendwen fehlt. Also. Ich hab verfehlt und dann kam Volltreffer und dann kam Egelsamen und das und das und bla und bla und. Ja. Ja. So, das dürfte es jetzt auch gewesen sein. Jetzt kommt er mit seinem geheimen Siegpokémon und das ist voll Gamebreaking. Wer hat eigentlich auf 6 Pokémon entschieden? Weiß ich nicht. Egal. Oh, das Tanzen liegt mir wirklich im Blut. Aber diese blöde kleine Text ist zu schnell weg gewesen. Die blöde Kämpferei, die liegt mir wirklich nicht. Okay. Oh, jetzt bin ich ganz zerzaust. Wirklich, du hast mich aus dem Takt gebracht, du Schlingel. 0-1. Okay. Nun, du hast unbeschritten Talent. Also sollst du dies hier haben? Gut. Der galt rote ID-Marke. Ach, das ist ein Geschenk unseres großartigen Anführers Shakira. Shakira, yay! Ohne dieses nützliche Dingelchen kommst du hier nicht weiter. Aber vielleicht wäre es besser für dich, wenn du dich nicht so weit vorwagst, mein Kleiner. Fühl dich nicht zu stark in deine blöde Rolle ein, da bitte. Tu ich nicht, ich ekel mich ja selbst davor. Nein, nicht gegen Schule selbst, aber der Typ, das ist einfach. Nee, das ist zu viel. Das ist viel zu viel. So, und jetzt Hardcore No Heal alle anderen Bosse. Nope. Schon, ich glaube, ich bleib auch bei dem Team, oder? Oder soll ich das nochmal wechseln, bevor ich gegen den nächsten kämpfe? Wen willst du denn als nächstes kämpfen? Das ist die Frage. Ich nehme mal gegen den Affenkerl. Erstmal speichern. Also soll ich jetzt wechseln oder nicht? Das überlasse ich ganz dir. Mit denen haben wir halt schon so ein bisschen Progress, wenigstens, also so ein klein wenig Attacke freigeschaltet. Dann bleib ich dabei. Kamerafahrten und Zollschwebefahrten. Schwebefahrten, so. Das ist der einzige Weg, der nicht zu Drakim führt, nebenbei. Egal. Du fährst gerade Richtung, da, Venus, Luna und Kerl. Dann fahr ich ja Richtung Venus. Sie heißt Venus, aber ich habe sie Luna genannt wegen dem Mond, keine Ahnung. Da. Cresselia, so. Sieht auch so aus, meine Fresse. Naja. Kann ich's nur am Kleid abhängen?
Niemann. Müsste Venus doch eigentlich durch die magnetischen Kräfte der Liebe zerquetscht werden. Die ist nur schlecht zum Erziehen. Liebe vor allem. Der einseitigen Liebe. Hi. Ja, gegenseitig fühlen sich an. Ach, den habe ich ja auch wieder schon. Ich hab keinen Bock. Das ist einfach so ziemlich jeden Boss. Ah, hallo. Das sind ja meine kleinen Freunde. Ihr seid spät dran, finde ich nicht. Und jetzt mache ich euch bereit. Diesmal zeige ich euch nämlich ohne Gnade, wie meine Pokémon kämpfen. Wenigstens ist sie kurz. Auf Video! Die Frames reichen nicht, um zu sehen, wie rum sich ihr Kleid dreht. Raichu macht komische Geräusche.